Maximilian Prinz zu Wied, 1811 bis 1812, Prinzenstraße 2. Maximilian zu Wied-Neuwied. Prinz Maximilian Alexander Philipp zu Wied-Neuwied, geboren am 23. September 1782 in Neuwied, gestorben am 3. Februar 1867 in Neuwied, auch Maximilian zu Wied, Max zu Wied oder Maximilian von Wied zu Neuwied, selbstgewähltes Pseudonym bei den Expeditionen nach Brasilien und Nordamerika, Baron von Braunsberg, war ein deutscher Entdecker, Ethnologe, Zoologe und Naturforscher. Er trug nach dem Vorbild der Humboldts durch zwei mehrjährige Expeditionsreisen und ihre Auswertung in zahlreichen Publikationen Wesentliches zur Botanik, Zoologie und Ethnologie bei. Die Friedrich-Schiller-Universität Jena verlieh ihm 1858 die Ehrendoktorwürde. Über 50 wissenschaftliche Gattungs- und Artenbezeichnungen tragen seinen Namen und erinnern an seine Forschungen. Leben und Werk. Lebenslauf. Maximilian zu Wied-Neuwied wurde als achtes von 10 Kindern des Erbgrafen Friedrich Karl zu Wied-Neuwied 1741 bis 1809 und seiner Ehefrau Luise, geborene Gräfin zu Wein-Wittgenstein-Berleburg 1747 bis 1823 im Schloss Neuwied geboren. Christian Friedrich Hoffmann, ein Ingenieurleutnant, unterrichtete ihn vor allem in Naturkunde und Archäologie, verbrachte mit ihm viel Zeit in den umliegenden Wäldern, begleitete ihn bei der Jagd und leitete ihn an, Pflanzen zu sammeln. Maximilian zu Wied-Neuwied diente ab 1802 in der preußischen Armee. Während der Napoleonischen Kriege nahm er unter anderem an der Schlacht bei Jena und Auerstedt teil. Am 28. Oktober 1806 geriet er bei Prenzlau in der Uckermark in französische Gefangenschaft, aus der er aber nach wenigen Tagen entlassen wurde. Anschließend widmete er sich zu Hause dem Selbststudium der Geographie, Naturgeschichte und Völkerkunde. Außerdem führte er Briefwechsel mit Alexander von Humboldt und anderen Naturwissenschaftlern sowie mit gelehrten Gesellschaften und Institutionen. Er war im Wintersemester 1811-1812 an der Georg-August-Universität Göttingen immatrikuliert, wohnte bei Dietrich in der Prinzenstraße und hörte Vorlesungen von Johann Friedrich Blumenbach. Weitere Universitätsstudien lassen sich nicht nachweisen. 1813 bis 1815 diente er während der Befreiungskriege in der preußischen Armee als Major beim Brandenburgischen Husarenregiment. 1814 wechselte er zur Kavallerie und nahm teil an den Kämpfen bei Châlons, Château-Thierry, La Fère und Saint-Martin und war im März 1814 beim siegreichen Einzug der Alliierten in Paris dabei. Er wurde für die Zeit der Expedition nach Brasilien beurlaubt und schied 1817 aus der Armee aus. 1815 bis 1817 führte er seine Expedition nach Brasilien durch und dokumentierte die Flora, Fauna und die indigene Bevölkerung. Die Ergebnisse dieser Expedition veröffentlichte er 1820-21 unter dem Titel Reise nach Brasilien in den Jahren 1815 bis 1817. Von nun an widmete er sich ganz seinen naturkundlichen Studien. In den 1820er Jahren beschäftigte er sich in besonderer Weise mit Labrador, Nordamerika, Russisch-Asien und der Steppe Kirgisiens und entschied sich dann für eine weitere Expedition nach Nordamerika. 1832 bis 1834 führte er seine Expedition nach Nordamerika in Begleitung des Schweizer Malers Karl Bodmer und des fürstlichen Jägers und Präparators David Dreidoppel durch. Die Ergebnisse dieser Expedition veröffentlichte er zwischen 1837 und 1842 in seinem Werk
Reise in das innere Nordamerika 1832-1834. 1842 nahm er Zeichenunterricht bei dem Düsseldorfer Maler Lorenz Claessen, nachdem sein bisheriger Zeichenlehrer August Adolf Chauvin nach Belgien ausgewandert war. Am 3. Februar 1867 starb er an einer Lungenentzündung. Er wurde im Familiengrab der Fürsten zu Wied beigesetzt.